Erster Tag der Tour. 20 vor 7. Definitiv zu früh. In 10 Minuten muss ich los. Dann treffen wir uns auf dem Parkplatz und dann geht es los. Morgen. Tag 1 der Tour. Morgen. Falk, was ist das Allerwichtigste, die drei wichtigsten Sachen, die man auf Tour braucht? Abgestandene Mezzomix. Aha. Nino D'Angelo. Ja. Und Olli. Kaffee? Aber nicht aus Spaß. Und Kaffee. Und Olli. Sag ich's? Na, genügt nicht. So. Die hallo, drei wichtigsten. Hallo Fans, hallo Deutschland. Die drei wichtigsten Sachen, die man auf Tour braucht? Eine Zahnbürste, eine Unterhose und immer gute Laune. Hallo. Gute Laune. Ein Schnuffelkissen. Und 1 Million Mark. Wir vereint unsere Liebe stärker und tiefer. Das Leben ist schön. Okay, Liebe plus Flow. The love below. Perfekt. Was macht ihr heute hier? Saufen und du so? Hallo, Marin. So, außer, oder? Job. Oh. Fahrt her, war ein bisschen wie Klassenfahrt. Ja. Kennt das ja, da werden alle nochmal 10 Jahre jünger, irgendwie, was das Niveau angeht. Und so ist es dann also insofern. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, ein sehr gutes Gefühl. Macht auf jeden Fall mega Spaß und wir freuen uns jetzt schon auf den Rest. Boah, Lübe gehört, werden wir richtig schön stinken. Freust du dich auf den Gig? Ja, endlich. Erster Gig, ey. Freue mich voll. Ein paar Leute sind da. Und die Songs sind cool, die Bühne ist geil und jetzt Bock ein bisschen Woogie-Woogie zu machen. Sie waren wie Bonnie und Clyde und zu zweit waren sie komplett tight und light und voll wie Eheleute, ihr Bett passten perfekt zueinander, vertrauten sich blind, bauten sich in, die mehr ein kleines Luftschloss auch für ihr Kind. Alright, Freunde, der erste Tag ist vorbei. Stuttgart war sehr, sehr schön. Geht mal auf Facebook, guckt euch das Foto an, was wir geschossen haben. Wir werden jetzt in die Nacht entschweifen und ein bisschen Schlaf nachholen. Und morgen geht's weiter nach München. Es hat sehr, sehr schön gerockt heute. Wir sind ein sehr, sehr cooles Team. Bis dahin, macht's gut. Und wir sehen uns morgen mit Tag 2 München. Ciao. Hallo, herzlich willkommen bei Home Shopping Europe. Heute kaufen wir für den Touralltag ein. Wir brauchen viele Dinge. Und ich führe euch jetzt mal durch den Laden. Zeige euch mal, was wir zum Angebot haben. Lischer Truckerfahrer braucht natürlich Fischblöcke. Ohne die geht gar nichts. Gibt es hier in verschiedenen Farben. Ich glaube, ich würde mich für die kleinen und lustigen entscheiden. Ganz schön, ja. Und natürlich den guten alten Spanngurt. Wenn man Falken mal, wenn Falken wieder durchdreht, dann muss man ihn einfach wirklich fest am Sitz verschnallen. Und wir sind jetzt in halt so einer alten Skihütte oder sowas. Ziemliche Absteige.
Plastikpflanzen und so. Also, ich weiß nicht, ob wir hier heute Nacht bleiben können, aber wir versuchen mal jetzt ein anderes Hotel zu organisieren. Interessant und schön, dass wir jetzt schon zum dritten Mal hier Backstage sind. Insofern ist quasi schon fast ein Stück Heimat geworden für uns jetzt. Have a little patience. Was sagen wir? Ja, Freunde, wir haben uns irgendwie verfahren. Wir sind hier mitten im Wald gelandet. Ich könnte Ihnen irgendwann weiterhelfen. Danke. Es ist 2:30 Uhr nachts. Wir gehen jetzt pennen. Ich gehe noch kurz duschen und dann ab in die Haia. Und wir sehen uns morgen früh wieder und dann auf dem Weg nach Ravensburg, worauf wir uns sehr, sehr freuen, weil wir da noch nie waren. Moin Lovers, erst Sport, dann Sauna. Wir sind in Weinberg, oder? Heißt es so? Wie heißt es hier? Weidenfeld? Irgendwo in der Nähe von Ravensburg. Und machen uns jetzt auf zur Location. Im Weingarten. Und dann bauen wir auf, machen einen Soundcheck und dann reißen wir die Hütte ab. So, Juri. Dann erzähl doch mal bitte, wie gefällt es dir heute hier? Ja, Mann. 1, 2, 3. Liga von Anfang! Sag mal, Falk, du hast ja immer auf Tour dein Schrein mit dabei. Ja. Kannst du vielleicht unseren Lesern erzählen, worum es dabei geht? Ich kann eine kleine Rundreise machen hier durch mein Kunterbundes allerlei. Also eines der wichtigsten Dinge natürlich hier die Kondome. Und man weiß nie, was Golo nachts mit einem vorhat, und dann ist immer gut, safe zu sein. Dann Bühnenoutfits sämtlicher Art, also das ist jetzt wirklich diese Bling-Bling-Ohrringe, ohne die es, ja, würde ich fast schon mal meinen, gar nicht mehr geht. Oder auch hier das Groupie-Phone, einfach um safe zu sein, so wenn die wissen so einfach, das ist die Nummer, da können sie anrufen. Fotoempfang ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber das passt soweit. Nach der Show natürlich immer Yegi, das ist klar. Also das ist jetzt meine Ration. Jeder von uns hat natürlich eine eigene Flasche. Für gute Musik sorge ich auch ganz gerne mal. Heute habe ich mal einen Klassiker rausgesucht. Auf jeden Fall einer der schönsten Songs, die ich je in meinem Leben gehört habe. Viel bewegt auch, historisch natürlich. Wir fahren jetzt schweren Herzens wieder zurück nach Hause, haben drei schöne Tage in uns gehabt, schöne Städte gesehen, nette Menschen kennengelernt, viel Spaß mit unseren Homies von The Ever Project gehabt. Jetzt ruft der Job wieder, die Uni, bei Juri das Bett. Nächste Woche geht's wieder los. Sag doch mal tschüss. Tschüss, war schön mit euch.